was man aus Geodaten heute alles machen kann. Was Navigationsgeräte können und was die Zukunft bringt. Die bahnbrechende Erfindung, das Consumer GPS. Google Maps und die individualisierten Karten. Große Buchkunst, preisgekrönte Atlanten. Militärflughafen Dübendorf bei Zürich. Diese Twin Otter ist eines von zwei Flugzeugen, welches in der Schweiz Geodaten erhebt. Die Männer sind vor allem im Frühling und im Frühsommer unterwegs. Die Bäume sollten möglichst noch laubfrei sein, der Schnee aber schon weitgehend geschmolzen. Off lights in on check. Fully forward. Fuel errors. Off. Fire detection. Geflogen wird für Swiss Topo, das Bundesamt für Landestopographie, das seinen Sitz in Wabern bei Bern hat. Früher wurden die erhobenen Daten in erster Linie zur hauseigenen Kartenproduktion verwendet. Heute sind die bekannten Landeskarten aus Papier nur mehr eines von vielen Produkten, die hier entstehen. Im Zentrum der Aktivitäten stehen die Arbeiten am topografischen Landschaftsmodell, einer immensen Geodatenbank, welche die ganze Schweiz abdeckt. Die Geodaten werden heute ausschließlich digital verarbeitet und für die verschiedensten Verwendungszwecke aufbereitet. Wir stellen Basisdaten her, keine Fachdaten. Das heißt, da kommen dann die Fachnutzer, die können ihre Fachdaten auf unsere Daten referenzieren, auf der Basis der von uns produzierten Basisdaten. Diese Markierungen dienen dazu, vorhandene Daten zu nutzen. So kann zum Beispiel ein Flug über die Landschaft von Zermatt Richtung Matterhorn und Arolla simuliert werden. Heute sind solche Flüge wesentlich einfacher zu realisieren als noch vor wenigen Jahren. Diese Vektordaten, die wir erfassen, die sind in 3D, werden die erfasst und die können den Nutzern dann eben auch in 3D zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, für Simulationsprogramme beispielsweise muss man nicht mehr, wie das bis vor einiger Zeit nötig war, dann die dritte Dimension dazu konstruieren, sondern die ist bereits da. Bei der Verarbeitung und Aufbereitung der Geodaten stehen heute bei Swiss Topo drei Aspekte im Vordergrund. Für uns ganz wesentlich, dass wir in die dritte Dimension investieren. Das ist neu für uns. Wir machen das seit gut 2 Jahren. Zweitens, wir investieren in die Genauigkeit oder in die Auflösung. Also nicht mehr die Karte steht im Vordergrund, sondern wirklich die Abbilddaten, interpretierten Daten, die dann anschließend kartografisch bearbeitet werden für die schöne Darstellung. Und drittens investieren wir sehr viel, dass die Durchlaufzeit zwischen dem Zeitpunkt, wo wir die Daten erfassen, bis sie auf den Markt kommen, deutlich kürzer wird. Bevor die Maschine von Dübendorf aus starten kann, muss das Guckloch im Rumpf des Flugzeugs geöffnet und müssen sämtliche Geräte nochmals überprüft werden. Im Zentrum steht dabei eine Multispektralkamera mit hochauflösenden Bildsensoren. Mit ihr werden die Daten auf all den zu fliegenden Bahnen aufgezeichnet. Klare Sichtverhältnisse sind Voraussetzung für brauchbare Bilder. Wichtig ist, dass der vorgeschriebene Kurs möglichst genau eingehalten wird. Die exakte Position wird permanent mittels GPS ermittelt und zusammen mit den Bildern aufgezeichnet. Geflogen wird normalerweise von Ost nach West. Im sogenannten Push-Broom-Verfahren wird dabei die Erdoberfläche abgescannt. Dabei können bis zu 400 Pixel pro Quadratmeter aufgezeichnet werden. Die Datenmenge ist immens, aber der Informationsgehalt ist natürlich auch immens. Es ist ja nicht nur, dass wir Farb- oder für das menschliche Auge sichtbare Kanäle aufnehmen, wir nehmen gleichzeitig auch Kanäle, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, also im nahen Infrarotbereich zum Beispiel. Das ist ein Multispektralsensor, mit dem wir diese Aufnahmen machen.
Dank den Infrarotdaten kann man zum Beispiel Feuchtgebiete besser erkennen und Schattengebiete besser interpretieren. Drei unterschiedliche Aufnahmewinkel ermöglichen eine stereoskopische Auswertung der Bilder. Geflogen wird durchschnittlich auf einer Höhe von 2500 Metern über Grund. Bis heute werden die Daten für jede Ecke der Schweiz alle 6 Jahre erneuert. In Zukunft möchte man engmaschiger arbeiten und alle topografischen Veränderungen vom Bodensee bis ins Tessin schneller erfassen. Besonders interessieren dabei die besiedelten Gebiete. In Swiss Buildings 3D werden bis in 2 Jahren sämtliche Gebäude in der Schweiz und in Liechtenstein erfasst sein. Mit den neuen Datensätzen ist dann auch das Aufsetzen der Dächer kein Problem mehr. Mit den Bilddaten können wir die Höhe messen. Das sind dann all die Operateure, die die Sonnenbrille, das ist eben keine Sonnenbrille, sondern eine Polarisationsbrille anhaben. Durch das können wir eben die Höhe messen, nicht nur die Lage, also wo etwas im Raum, also wirklich auch die Höhe dazu. Und diesen Effekt machen wir uns zunutze, dass wir eben diese Gebäudedächer auf einige Dezimeter genau auch erfassen können. Bei Swiss Topo setzt man heute aber nicht nur auf die 3D-Desktop-Anwendungen, sondern man ist seit mehreren Jahren auch im mobilen Sektor aktiv. SwissMap Mobile bringt die bekannten Schweizer Landeskarten in den verschiedenen Maßstäben auf mobile Geräte. Dazu gibt es Zusatzinfos, zum Beispiel zu ÖV-Verbindungen, Wanderwegen oder etwa zu Sehenswürdigkeiten. SwissMap Mobile-Chef Reto Kürnzler testet die Applikationen im Gelände mit Vorliebe selber. Heute ist er oberhalb von Rickisberg anzutreffen. Durch den GPS-Empfänger im Handy wird die Karte auf den aktuellen Standort zentriert. Und auch der kleine Spaziergang ist bereits vermerkt. Wer die Gegend kennt, kann auch überprüfen, ob das Panorama-Programm, selbstverständlich auch aus der Küche von Swiss Topo, richtig funktioniert. So, jetzt hat auch mein iPhone gemerkt, dass das Eigermönch und Jungfrau sind. Vom Berner Dreigestirn ins Flachland nach Amsterdam. Fahren Sie geradeaus. Wie überall in Westeuropa ist auch hier in nahezu jedem Fahrzeug ein Navigationsgerät zu finden. Biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie links ab. Navigationsgeräte sind in den letzten Jahren erschwinglich und meist auch äußerst zuverlässig geworden. Marktführer in Europa ist die niederländische Firma TomTom mit Hauptsitz in Amsterdam. Biegen Sie links ab, dann biegen Sie die dritte Straße rechts ab. TomTom hat unter anderem 2004 die weltweit ersten portablen Navigationsgeräte lanciert. Besonderes Augenmerk galt dabei schon immer den nutzerfreundlichen Informationen auf den Karten. In der Karte werden heute bis zu 150 Attribute gepflegt. Das geht los von, wie viele Fahrspuren sind auf einer Straße. Gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen? Ist da eine Einbahnstraße? Kann ich links abbiegen? Kann ich rechts abbiegen? Und so weiter. Weiteren Vorwegweiser, wenn ich auf der Autobahn bin, kann ich mir Vorwegweiser anschauen, wo muss ich zur nächsten Autobahn, wie kann ich dahin gelangen, wann kommt die Abfahrt und so weiter. Alle diese Informationen werden a priori aufgezeichnet, es fahren also Fahrzeuge durch die Landschaft und vermessen halt mit GPS-Systemen, also mit einem Ortungssystem und höheren Präzision, wo wir quasi bis auf 5 bis 10 Meter Genauigkeit erreichen, um die Geometrie zu beschreiben. Aber auch alle Kreuzungen genau zu vermessen und wichtige Attribute, zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen sind wichtig, wo kann man langfahren, gibt es Einbahnstraßen und so weiter, die man für die Navigation braucht. Kameras auf dem Dach erfassen das Straßenbild in 5 Richtungen. Dazu kommen 2 Lasermessgeräte, welche Daten zum Beispiel zur Straßenbreite liefern. Rund um den Globus erfasst TomTom heute nicht weniger als 34 Millionen Kilometer Straße. Dabei will man mit der Zeit zu noch genaueren Daten kommen. Möglichst präzise Karten, aber auch Sicherheitsaspekte stehen im Vordergrund. Verkehrsnavigation funktioniert heute über das amerikanische Satellitensystem GPS.
Das europäische System Galileo und andere im Aufbau befindliche Satellitensysteme werden in Zukunft unter anderem auch für eine präzisere Ortung der Fahrzeuge sorgen. Ich kann einen Chip mir entwickeln, einen Ortungschip, der sowohl Signale aus dem GPS empfangen kann, aber auch aus Galileo, möglicherweise auch aus anderen Systemen. Auch die Russen arbeiten ja an GLONASS, ein Neuaufsatz, und die Chinesen haben ein System. Man kann sich so vorstellen, man könnte ein Hybridsystem bauen und bei verschiedenen Ortungssystemen lauschen und die Präzision der Gesamtortung zu verbessern. Wenn man zum Beispiel weiß, auf welcher Fahrspur ein Fahrzeug unterwegs ist, kann man sich auch ganz neue Sicherheitsdienste überlegen, um den Fahrer zu unterstützen, dass er sicher von A nach B kommt. Folgen Sie A10 Richtung Amersfoort für 10 Kilometern. Bezüglich Updating setzt man bei TomTom in Zukunft vermehrt auf die Nutzer. Der Kunde, wenn er ein Problem sieht auf unserer Karte, kann er eine Korrektur-Eingabe machen. Zum Beispiel, es fehlt ein Straßensegment, die Geschwindigkeit ist falsch adressiert, der Straßenname hat sich geändert. Und diese Informationen können dann in diesen Kartenbildprozess mit eingebaut werden. Anders ist das bei Stau. Hier nutzt TomTom geografische Positionsdaten von TomTom und Vodafone-Nutzern für Stauinformationen. Die verkehrsbedingte Verzögerung auf Ihrer Route beträgt derzeit 10 Minuten. Neue Ankunftszeit ist 19.17 Uhr. HD Traffic heißt dieser neue Dienst aus dem Hause TomTom. Sie fahren immer noch auf der schnellsten Route. Ich habe mir hier einen Stau angeschaut auf dem Ring in Amsterdam. Ist ein Autobahnring, die A10. Und Richtung Nord hat sich gerade hier ein Stau gebildet von 7,8 Kilometer Länge. Das heißt, wer durchfährt, hat eine Verzögerung von 9 Minuten zu erwarten aktuell. Und diese Informationen werden gerade, wir sprechen hier in der Fusionsmaschine von High Traffic, zusammengeführt aus verschiedenen Einzelmessungen, die wir jetzt hier sehen. Die langen Zahlenkolonnen, die hier im System im Bild erscheinen, sind alles Einzelgeschwindigkeitsmessungen aus vielen, vielen Probanden, die dann zu einer Verkehrslage fusioniert werden. Zum Beispiel war ein Handy von 0,4 Minuten hier vorbeigefahren auf diesem Straßensegment mit 82 km/h, vor 1,2 Minuten ein GPS-Proband mit einem Navigationssystem von TomTom mit 79 km pro Stunde, vor 1,5 Minuten mit 67 km pro Stunde. Also viele, viele einzelne Staumelder melden uns Geschwindigkeiten. Normalerweise kann man hier fahren 100 km/h, zum Beispiel zur Nachtzeit oder im ungestörten System. Und heute eben aktuell nur 61 und auf diesem Segmenten hier weiter unten sogar nur 43 bzw. 34 km pro Stunde. Die Art dieser Datennutzung ist bekanntlich umstritten. Eine gesetzlich geregelte Anonymisierung ist wohl unumgänglich, will man das Potenzial dieser Daten auch in Zukunft für verschiedenste Zwecke nutzen. Wir geben mittlerweile die Daten auch in öffentliche Einrichtungen ab, um zum Beispiel Verkehrsmanagement-Applikationen zu betreiben und auch das kollektive Verkehrsmanagement zu verbessern. Hier sind Riesenpotenziale, die wir sehen. Die ganze Navigationsindustrie kann einen Riesenbeitrag leisten, auch das kollektive Verkehrsmanagement zu optimieren und da auch zu riesigen Einsparpotenzialen für die Steuerzahler zu kommen. Optimiertes Verkehrsmanagement kombiniert mit optimierter Ortung führen vielleicht dann eines Tages doch noch dazu, wovon man schon in den 50er Jahren in den USA geträumt hat. Dem Driving on the High Speed Safety Line, dem sicheren, vom Autopiloten gesteuerten Fahren auf einem Hochgeschwindigkeitssicherheitsstreifen wie in diesem Werbefilm von General Motors. Well done, Firebird 2. You're now under automatic control. Hands off steering. Damals musste man sich noch auskennen und Straßenkarten konsultieren, damit man auch wirklich dort ankam, wo man hin wollte. Und man konnte sich wohl kaum vorstellen, dass es eines Tages Navigationsgeräte geben würde, die erst durch eine bahnbrechende Erfindung Realität wurden. I am Sanjay Kohli. And I'm Steve Chen. And we are the inventors of commercial GPS. Sanjay Kohli und Stephen Chen haben das kommerzielle GPS sozusagen dem Sextanten unserer Zeit erfunden. Sie haben die GPS-Technologie einer breiten Masse zugänglich gemacht. Es galt, alles Notwendige nicht in einen Handkoffer, sondern auf einen kleinen Chip zu bringen. Billig und mit geringem Energieverbrauch. In Mumbai ist einer der beiden Erfinder, welche 2010 mit dem renommierten Europäischen Erfinderpreis ausgezeichnet wurden, immer wieder anzutreffen.
Zwar hauptsächlich im Silicon Valley aktiv, hat Sanjay Kohli noch heute viele Verbindungen mit seiner Heimat Indien. Die Initialzündung zur Erfindung, welche die mobile Welt veränderte, fand allerdings in Tokio statt. Anfang der 90er Jahre war ein Freund von mir sehr stolz auf sein GPS-Navigationssystem in seinem Auto. Er brauchte den ganzen Kofferraum für das Equipment, um in Tokio zu navigieren. Wir haben sofort erkannt, dass wenn es uns gelingen würde, ein GPS in einem kleinen Chip zum Funktionieren zu bringen, das GPS plötzlich zu einem sehr wichtigen Element vorerst in Navigationssystemen und dann natürlich auch in Handys würde. Die Chips, welche Stephen Chen und Sanjay Kohli erfunden haben, sind heute natürlich nicht nur in indischen Smartphones zu finden, sondern praktisch in allen Consumer-GPS-Geräten auf der Welt. Ursprünglich haben die beiden in eigener Regie in ihrer Firma Surf Chips produziert. Surf Chips sind in über 500 Millionen Geräten zu finden. Viele andere Unternehmen verwenden dieselbe Architektur, die Multiplex-Architektur. Eigentlich wird unsere Architektur heute in allen Chips verwendet, egal ob für den militärischen oder kommerziellen Gebrauch. Der Empfang von GPS-Signalen war früher, vor allem in Städten, ein Problem. Der Trick von Sanjay Kohli und Stephen Chen lag, vereinfacht gesagt, in der Nutzung einer asynchronen Signalverarbeitung, mit der die Verarbeitungskapazität eines Chips wesentlich erhöht werden konnte. Sie ermöglichte es, auch das schwächste GPS-Signal innerhalb von Millisekunden, zum Beispiel bei einer Durchfahrt an einer Kreuzung, zu erkennen. Our first chip increased the processing speed by about Unser erster Chip war ungefähr 20 bis 30 Mal schneller als der beste existierende Chip. In den letzten 10 Jahren hat sich die Geschwindigkeit nochmals um einen Faktor 100 erhöht. Klar, wir können die Geschwindigkeit weiter erhöhen, aber ich glaube, wir kommen langsam an den Punkt, wo die GPS-Chips und die Verarbeitungsgeschwindigkeit gut genug für die meisten Anwendungen sind. Chips and the signal processing power is good enough for most applications. Über 800 Millionen Inder haben heute ein Mobiltelefon. Aber nur gerade 1% von ihnen besitzt heute ein vergleichsweise teures Smartphone. Trotzdem, die Wachstumsrate beim Verkauf von GPS-fähigen Handys lag letztes Jahr bei fast 35%. Wesentlich schlechter verkaufen sich bis heute Navigationsgeräte. Der Grund? Ich denke, das Problem in Indien sind die Karten. Es stehen zu wenig genaue Karten zur Verfügung. Wenn diese einmal da sind, dann wird das GPS auch im indischen Verkehr eine wichtige Rolle spielen. Indien und China gelten als die großen Zukunftsmärkte im Multimilliarden-Business der GPS-fähigen Geräte und Applikationen, welche auf einem Standort aufbauen. Der Standort wird zu einem wesentlichen ökonomischen Faktor, speziell im mobilen Sektor. Standortbasierte Dienstleistungen werden im Mobile Phone Business auf etwa 20 bis 30 Milliarden Dollar in den nächsten 4 bis 5 Jahren veranschlagt. Das ist auch für den Konsumenten interessant. Diese Technologie ist so fundamental geworden, beinahe eine Selbstverständlichkeit. It's become almost like a utility. Karten hatten ja immer Maßstäbe, das heißt, sie waren im Grunde statisch. Also ich kaufe mir die Karte der Schweiz in dem Maßstab oder die Karte von Österreich in dem Maßstab. Das Besondere an digitalen Karten ist, dass man sie zoomen kann. Das heißt, ich kann einmal von oben gucken wie ein Vogel, ich kann aber auch mit Street View zum Beispiel sehr tief rein in die Karte. Mehr und mehr orientieren sich Menschen bezüglich ihrem Standort.
Ich glaube schon, dass die Welt geografischer geworden ist durch die Funktionen. Die Funktionen und die Produkte reagieren aber wiederum auch auf das, was Menschen wollen. Das heißt, Google analysiert natürlich, wie werden die Produkte genutzt, was sind Funktionen, die noch fehlen. Und wir merken auf jeden Fall, dass es einen starken Trend gibt, dass die Benutzer von Google die Suche mit Lokalität und sogar Mobilität verbinden wollen. Das heißt, die Karte unterwegs, die Karte in meiner Hosentasche relevant für mich. Google Maps wird heute nicht nur von einzelnen Usern verwendet. Mehrere hunderttausend Software-Applikationen verwenden die Gratiskarten. Erstaunlicherweise verkaufen sich handfeste Karten nach wie vor gut. Gerade junge Menschen, von denen man annehmen würde, dass sie nur digitale Karten verwenden, haben nach wie vor gerne eine Karte aus Papier in der Hand, der notabene die Batterie nicht ausgeht. Die Wachstumsraten im mobilen Bereich sind allerdings eindrücklich. Die Zugriffe von mobilen Geräten auf Karten sind in den letzten Jahren auf der ganzen Welt rasant angewachsen. Mobilität ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, eigentlich für uns alle, für das gesamte Internet. Und wenn wir jetzt heute anschauen, wie wird Maps auf dem Mobilgerät benutzt, dann ist das eigentlich eine Riesenzahl. Wir sind ungefähr bei 40% der Zugriffe weltweit kommen von einem Mobilgerät. Und das kommt von einigen Jahren, waren das praktisch ganz wenige Prozent. Das ist eine Riesenerfolgsgeschichte. Diese versucht man natürlich auch bei Google Maps in allen Facetten zu nutzen. Bei Google in Zürich arbeitet man an den verschiedensten Projekten von Google Maps. Eines der Hauptbeschäftigungsfelder ist momentan Google Places. Eine Applikation für unterwegs, wo man unter anderem Angaben zu ÖV-Verbindungen, zu Hotels und Restaurants findet. Selbstverständlich dürfen dabei die Bewertungen durch die User nicht fehlen. Die Vision von Maps ist, alles im Internet auf eine Karte, wenn es den Ortsbezug hat. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, kann ich alles finden, wo jemand anders, ein Mensch, gesagt hat, das ist hier, oder wo Google weiß, es ist hier. Also es ist ganz wichtig, praktisch die Vielfalt des Internets auf die Karte gebracht. Seit geraumer Zeit kann man bei Google auf My Maps auch seine ganz persönlichen Karten anfertigen. Man kann darauf zum Beispiel für Freunde den kürzesten Weg zur Lieblingspizzeria eintragen. Früher waren Karten für alle gleich. Es war eine Papierkarte, die sah für mich so aus und sah für sie so aus. In Zukunft wird vielleicht meine Karte anders aussehen als ihre Karte, weil ich andere Freunde habe, weil ich andere Interessen habe, weil ich woanders bin. Und das noch besser zu machen für Benutzer, da sehe ich eine Riesenchance darin. In Eiberg bei Amsterdam treffen wir Joost Grotens, einen renommierten Designer, der Karten und Atlanten liebt. Ein wichtiger Atlas, den er gestaltet hat, zeigt einen Vergleich von holländischen Wohnsiedlungen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Dieser Atlas vergleicht neue Siedlungen wie diese. Vor 50 Jahren sah es hier so aus. Es gab nur Wasser und eine neue Insel wurde aufgeschüttet. Dieses Buch versucht aufzuzeigen, dass nicht alle in den letzten 15 Jahren gebauten Siedlungen, so wie es von vielen Seiten behauptet wird, gleich sind, sondern dass sie sich sehr unterscheiden. Wir sind jetzt hier. Und wenn Sie auf die Legende schauen, dann sehen Sie, dass die Bevölkerungsdichte hier doppelt so hoch ist wie im niederländischen Durchschnitt. Das Atelier von Joost Grotens befindet sich nicht weit des Bahnhofs von Amsterdam. Er arbeitet mit 4 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammen. 5 bis 10 Bücher entstehen hier pro Jahr. Atlanten haben einen ganz zentralen Stellenwert im Schaffen des mehrfach preisgekrönten Designers. In diesen Tagen des Informationsüberflusses, da ist ein Atlas, da sind Karten ein sehr wichtiges Format. Da kann man Informationen verdichten und verdeutlichen. Man kann vergleichen, Daten zum Beispiel einer Karte gegenüberstellen, Fotos neben eine Landkarte stellen. Ich denke, Atlanten sind eine sehr interessante Form von Büchern. Ein Buch kann man halten, anfassen, berühren, das gefällt mir.
Das andere ist die Konzentration. Karten enthalten mehr Informationen, als das menschliche Auge sieht. Sie sind sehr detailliert. Joost Grotens verwendet für seine Atlanten auch gerne Farben, die Effekte erzeugen. Das Material Papier soll zur Geltung kommen. Sein wohl bekanntestes Werk ist der 101 Städte umfassende Metropolitan World Atlas, für den er verschiedene international bedeutende Designerpreise erhalten hat. All of these 101 cities are shown in two ways. Alle diese Städte werden auf zwei Arten gezeigt. Da ist eine Karte und da sind Daten. Wenn wir Mumbai nehmen, alles, was da passiert, hat einen hohen Wert. Alles, was hier stattfindet, ist niedrig. Zum Beispiel hier. Die Wirtschaft ist gering und die Entwicklung der Metropole war in den 1960er Jahren groß. Oder auch die Einwohnerdichte ist groß. Besonders wenn Sie diese Daten mit denjenigen von San Francisco vergleichen. Hier ist die Wirtschaft hoch und die Dichte der Wohnbevölkerung ist quasi inexistent. All diese Daten haben wir dann noch zu Indexkarten verarbeitet, Weltkarten zu den verschiedensten Themen. Die letzten 100 Seiten des Buches umfassen Weltkarten wie diese. Grundsätzlich findet man hier Punkte auf einem geografischen Standort. Wir haben hier Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika und Asien. Wenn Sie jetzt zum Beispiel schauen, wie viel Zeit Menschen auf ihrem Arbeitsweg verbringen, dann braucht man in Amerika von zu Hause bis zum Arbeitsplatz etwa 20 Minuten, in Europa etwa eine halbe Stunde. In Asien wird's verrückt, mit etwa Jakarta mit 79 Minuten. Mein Design ist sehr bescheiden, fast abwesend hier und da. Aber bei den Farben versuche ich ab und zu die Ideen des Autors sehr expressiv umzusetzen. In einem Buch über den israelisch-palästinensischen Konflikt zum Beispiel gebe ich beiden Parteien eine Farbe. So werden die Karten fast zu Daten. Man kann den Anteil von Braun für die Palästinenser visuell messen und den von Blau für die Israelis. Der Atlas ist 2010 erschienen und wurde inzwischen ebenfalls mehrfach ausgezeichnet. Hier ist eine Seite zu den Mustern der Siedlungen. Es zeigt die Siedlungen in Israel. Wir haben zwei Karten, 1947 und 2010. Und es ist aufgeteilt in eine palästinensische Karte und eine israelische. Und Sie sehen, wie sich die palästinensische Präsenz, die einmal über das ganze Land verteilt war, sich heute auf die Westbank, Gaza und den Norden verlagert hat. Auf der anderen Seite haben wir die israelische Präsenz, die ursprünglich einmal hier war und sich über das ganze Land verteilt hat. Auf jeder dieser 320 Seiten spüren Sie die Spannungen, diesen Kampf zwischen den Blauen und den Braunen, diesen Konflikt zwischen den zwei Farben. Die geografischen Kartenteile sind Joost Grotens sehr wichtig. Zentral für seine Atlanten sind jedoch die Verknüpfungen von Karten, Daten und Bildern. Ich denke, es liegt am Leser, aus den verschiedenen Quellen und Materialien die Wahrheit herauszulesen, falls es überhaupt eine solche gibt. Die Wahrheit oder die Geschichte, welche erzählt wird, liegt vielleicht nicht in einem einzelnen Bild, sondern vielmehr zwischen den Bildern. Dies gilt nicht nur für die gedruckten Atlanten von Joost Grotens, sondern genauso für die Bilder aus der digitalen Kartenwelt. Sie sahen die neue Kartenwelt. Die DVD dieser Sendung inklusive Bonustrack ist erhältlich bei NZZ Format.